Ich... in Ordnung. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Sicher. Worum geht es diesmal? Das wird kein Schmerz. Ihr braucht nur zu fragen. Ja, wenn das euer Wunsch ist. Ich werde mich im Handumdrehen darum... Worum geht es diesmal? Warum denn ich? Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum... Wie kann ich helfen? Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Ich werde mich im Handumdrehen darum... Das sind zum Glück nur hauptsächlich einfache, einzelne Ankicks. Ich, warum denn ich? Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Sicher. Das macht es uns leichter, sie zu töten. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Ja, Ankings haben auch nicht gerade so den Drang, häufig schnell anzugreifen. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu Deswegen sind sie eigentlich nur in der großen Gruppe gefährlich. Vor allem, wenn sie im Fernkampf sind. Sicher. Ihr braucht nur zu fragen. Ich brauche... Warum denn ich? Ja, wie ihr wünscht. Sicher. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Sicher. Worum geht? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Deswegen schicke ich auch Kegel mit seinem Schild vor. Für euch tue ich alles. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich hab kein Warum denn ich? Worum geht es diesmal? Fress brennenden oder vielleicht frostigen Tod! Ich fühle mich so sinnlich. Okay, langsam braucht Kigain doch mal eine Heilung. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Sicher! So, da ist der Ankeck-Schatz. Wie ihr wünscht. Ich in Ordnung. Worum geht es diesmal? Da ist der nächste Ankeck. Oh, magische Schleuderkugeln. 5 Stück. Ja, wie ihr wünscht. Wie kann ich helfen? Komm, warum denn ich? Worum ihr braucht, nur zu fragen. Ja, mein Schatz. So, sie hat langsam wieder Zeug in ihrem Edelsteinbeutel. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich bin in Ordnung. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Kein Bock zu. Warum denn ich? Worum ihr braucht, nur zu fragen. Komm. Sicher. So, noch ein Angriff. Wegen des lieben Geldes. Da sind wir, glaube ich, schon durch. Ja, da sind wir durch die Ankeck-Höhle. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, viele schönes Zeug. Sänger der Nacht. Gib Kales now. Wo ihr braucht, nur zu fragen. Kales now. Aha. Jetzt rette ich die Lage.
Oh, Geisterrüstung und Schreckenszauber. Ah, hat sogar geklappt zu lernen. Ja. So, was haben wir hier? Einen Stab des Feuers. Ist gar nicht mal schlecht. Kettenhemd plus 1. Wäre schlechter. Okay. Betäubungspfeile, Vergiftungspfeile und ein Dolch plus 1. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, und da müssen wir einen Ankeck-Panzer hier lassen, oder können wir den... Ne, können wir nicht gegain zuschieben. Den können wir niemandem zuschieben, also bleibt er am Boden. Wolkenriesestärke, Magiewiderstand und ein ein verhunzter Gegengifttrank. Wo, wie ihr wünscht. Also ein abgelaufener Gegengifttrank, besser gesagt. Wie ihr wünscht. So, dann bringen wir dem Farmer mal die Leiche seines Sohnes. So, das hat wirklich für eine Stufe für die Game Bases gereicht. Eine Schutzformel, die wir nicht identifizieren können. Okay. Dann nehmen wir eine Identifikationsrolle. Schutzformel gegen Untote. Okay. Level Up für Kigain. Rettungswürfe wurden reduziert. Er hat 15 Lebenspunkte und eine ETB gekriegt. Macht Kigain langsam ziemlich gut. Auch wenn wir immer noch keine Axt für ihn haben, keine gescheite. Ich brauche. Sicher. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Es fällt mir schwer, ohne meinen Sohn zu gehen. Habt ihr meinen Sohn gefunden? Geht es ihm gut? Tut mir leid, Herr. Nathan ist tot. Er kam um, als er euren Hof gegen eine Horde seltsamer Bestien verteidigte. Nein, mein einziger Sohn. Er hat sein Leben für den Hof gelassen, aber ich bin zu alt zum Arbeiten zu haben, um jemanden einzustellen. Ich habe ihn und das Land verloren. Wenigstens weiß ich jetzt, was passiert ist. Ich danke euch für eure Hilfe. Bitte lasst mich jetzt alleine. Ja, ein paar Erfahrungen. Farmer Burns war verständlicherweise bestürzt, als er den Leichnam seines Sohnes Nathan entgegennahm. So, sagen wir mal einen Ankeck-Kopf ein. Und dann gehen wir mit dem mal zurück nach Berigost. Am besten reisen wir zum Tempel. Und vom Tempel nach Berigost zurück. Ich werde mich im Wie viel Uhr haben wir? Sechste Stunde, da sollte die Schmiede eigentlich schon besetzt sein. Ja. Wie ihr wünscht. Für nur ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. Hübsches Zeug habt ihr da, gutes Material. Ankeck, wenn ich mich nicht irre. Habst du das lange nicht mehr gesehen, aber wenn ich mich recht erinnere, kann man sich daraus eine schöne Rüstung machen.
Wenn man es geschickt anstellt, ist es genauso gut wie echt, ein Panzerplatten und dafür nur halb so schwer. Solltet ihr euch davon treffen wollen, würde ich euch 500 Goldmünzen springen lassen. Mehr ist bei dem momentanen Geschäftslage nicht drin. Wir haben alle unter der Eisenknappheit zu leiden. Wir haben kein Interesse, ihn jetzt zu verkaufen. Könnt ihr uns zeigen, was ihr zu verkaufen habt? Ihr habt soeben einen Rangkriegpanzer erworben. Haha, daraus lässt sich eine vollständige Rüstung für einen Gouverneur oder ein höheres Tier machen. So ein Adliger weiß außergewöhnliche Materialien zu schätzen und schaut nicht auf den Preis. Mit einem 10-Tag Arbeit komme ich dann bestimmt auf 20.000 Goldmünzen. Am Ende überstehe ich die Eisenknappheit vielleicht doch noch. Für nur ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. So, zwei haben wir verkauft, einen haben wir noch. Für nur ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. Momentchen mal, so knapp ist das Eisen dann auch wieder nicht. Ihr bekommt 500 Goldmünzen und nicht mehr, keine Diskussion. 500 Goldmünzen für einen lausigen Ankeckpanzer. Ich kann nicht glauben, dass nicht jeder versucht, diese riesigen Käfermonster zu jagen. Muss ich es wohl lassen. Macht damit, was ihr wollt, aber lasst euch nicht zu viel Zeit. Wenn man sich's nicht richtig trocknet und härtet, ist es spätestens nach einem 10-Tag verfault. Dann kann man es so gar nichts mehr gebrauchen. Für nur ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. Ja, wenn wir das nehmen, also wir haben gerade noch kein Interesse. Was für eine Schade, das würde ziemlich was einbringen, wenn man es verarbeitet. Wie wär's damit? Für 4000 Goldmünzen mache ich euch eine Rüstung daraus. Das ist die Hälfte von dem, was ich normalerweise für solch eine ausgefallene Arbeit verlange. Aber wie gesagt, das Geschäft geht zurzeit nicht gut. Ein anständiger Preis für das Werk von Terum Donnerhammer. 4000 Goldmünzen sind's. Ein weiser Entschluss. Die Verarbeitung wird eine Weile dauern, aber in Kürze wird die schönste Rüstung von ganz Berigos, wenn nicht der ganzen Schwertküste, euer sein. Kommt in 3 Tagen wieder, dann könnt ihr sie abholen. Nun gut, ich werde ein paar Tage zurückkehren. So eilig haben wir es nicht, weil... Wir können ihr so eine Rüstung verpassen. Dorn so eine zu verpassen bringt nicht viel. Außer, dass er grün wird dadurch. Weil er kann ja viel schleppen, also ist das Gewicht bei ihm nicht so das Problem. Und Kegane trägt ja so eine Rüstung schon. Also wenn, dann Vikonia. In 3 Tagen sollte Terum Donnerhammer aus Berigos meinen neuen Plattenpanzer aus Ankeckpanzer fertiggestellt haben. Mhm. Ihr braucht nur zu fragen. So, da gehen wir im windigen Schwindel noch rasten. Und dann geht's hoch zur Brücke. Ihr braucht nur zu fragen. Wie wär's mit einem Whisky? Ja. So. Ihr braucht nur zu fragen. Dann reisen wir zur Brücke. Ich kann seine Gegenwart beinahe spüren. Mein Herr summt in freudiger Erwartung seiner Seele. Er pulsiert vor Energie. Kommt, wir sind so nah dran. Nachdem all dies vollbracht ist, möchte ich mehr über euren Herrn wissen. Wenn Simeons zerschmetterter Körper zu meinen Füßen liegt, werde ich euch vielleicht mit dem Rest meiner Geschichte belohnen. Aber jetzt noch nicht. Okay. Wie ihr wünscht. Aber erst einmal sagen wir der Amber, die Priesterin hier oben, hallo. Wir gucken mal, ob sie ein nettes Gegenangebot für uns hat, wenn wir die Fischer töten. Weil wir sind hier kein rechtschaffen guter Charakter, der Probleme damit hat, dass der Amberlie-Priesterin Fischer ersäuft. Wir wollen nur gucken, wo wir den meisten Profit rausschlagen können.
Mann, ist es hier oben groß. Habe ich auch gar nicht mehr so in Erinnerung. Soweit ich weiß, gibt es hier auch nochmal Ankeks.